Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Folge bei der Autogrammexperte. Wir gehen gleich zurück mit dem Roberto Senatore und was er mitgebracht hat, das sehen wir jetzt in der Sendung. Bleiben dran! Willkommen in der Sendung zurück, Pippi, der Autogrammexperte, mit dem Roberto Senatore. Wir haben bei der dritten Folge ja, habe ich ja schon angekündigt, dass wir weitermachen mit dem Roberto. Hallo Roberto, herzlich willkommen zurück in der Sendung. Herzlichen Dank. Warum hast du eigentlich jetzt dem Autogramm den Rücken gekehrt? Also warum bist du nicht mehr tätig und was machst du heute? Erzähl mal. Gut, nach 30 Jahren ist es lange Zeit. Da war es auch schön, das Ganze, ganz klar. Und der zweite Grund, weil vermehrt, immer wieder vermehrt, nimmt absolute Überhand die professionelle Fälscher im Internet. Mhm. Das ist auch ein Grund dazu. Mhm. Okay. Was ich jetzt mache, ich stelle eigene Uhren her, Markenuhren. Wir sind gerade in Produktionsphase, Probephase, sagen wir mal so. Der Name besteht schon, ist auch patentiert und so weiter. Und da versuche ich mal mein Glück. Schauen wir mal, was draus wird. Ich hoffe, dass die Marke bekannt wird. Das ganze Idee kam vor ca. 30 Jahren. 30 Jahre ist es her, gleichzeitig mit den Autogrammen. Aber damals habe ich mich dann entschieden für die Autogramme. Das war die große Leidenschaft. Und die Idee kam aber schon damals. Aber die Idee konnte ich nicht umsetzen. Damals war es viel zu teuer, ein eigenes kleines Imperium von eigenen Uhren herstellen zu lassen. Geschweige, Prototypen waren damals schon gar unbezahlbar für normale Otto-Verbraucher. Ja? Hm. Heute hat sich das Ganze sehr geändert, also ein Positive in dem Sinne. Und wie heißt denn, also hast du da schon einen bestimmten Namen für die Marke oder? Ja, schon damals, genau. Damals ist mir der Name schon aufgefallen. Ich habe es aber nie patentiert. Erzähl mal. Retecta Watch. Retecta Watch. Genau. Okay. Das hat mir so fasziniert, diese Namen, denn bevor ich, ich war auf der Suche nach einem Namen im World Wide Web und irgendwie ist mir der Name dann einfach so im Kopf und dann habe ich dann erstmal geschaut, gibt es das überhaupt? Ich musste ja sicher sein und es hat tatsächlich gegeben, hat es nicht gegeben im World Wide Web, also ne, hat es ja nicht gegeben. Und bis vor circa ein Jahr her habe ich nochmal recherchiert, weil ich habe gesagt, okay, mit den Autogrammen, ja, kehre ich mal den Rücken. Genau. Und dann habe ich nochmal geschaut, ist nicht patentiert gewesen bis heutige Tag. Und das habe ich dann, patentiert. Mhm. Genau. Roberto, was unterscheidet die Retecta Watch zu den anderen? Gute Frage. Nun, sehr viel auf jeden Fall erstmal nicht. Diese Uhren, wo ich hier vertreibe, du also verkaufe, du anbiete, tue, die unterscheiden sich nicht sehr viel gegenüber anderen Uhren oder anderen Uhrhersteller. Das müssen wir so schauen, das ist ein Einstieg. Also praktischerweise so leichte Prototypen sind das. Also ein Einstieg in der neue Branche, was ich jetzt gerade mache, also die Idee umzuwandeln. Mhm. Das Besondere kommt erst, sind in Versuchsphase, befindet sich das ganze eigene Design, eigene Skizze und so weiter. Und das wird dann nachher alles patentiert. Und das Schönste dabei, das sind nachher Carbon-Uhren. Und das macht das nachher das Carbon, Ganze. Oder? Genau, und das macht genau das Ganze einzigartig danach. Das ist dann was Besonderes.
Und hast du da auch schon was geplant? Machst du also komplette Carbon, auch mit der Schatulle und alles? Ja, genau. Also die Schatulle ist aus reinem Carbon, nicht nur Fasern, weil viele Anbieter verkaufen das nur mit gewissen kleinen Fasern drauf. Ja, auch beim Chassis, also bei der Uhr selber und so weiter. Ja, also so leichte Fasern. Und dann werden die verkleidet, jetzt beispielsweise diese Schatulle, mit Stoffe, wo aussehen so Imitate wie Carbon oder aus Holz und so weiter. Genau. Meine Produktion, meine Schatulle, wo man natürlich die Uhr aufbewahren kann, ja, oder auch Schmuckstücke für die Dame und so weiter, auch für den Herrn, wie auch immer, Unisex in dem Sinne, ganz klar. Und das Besondere an dieser Schatulle ist, dass es aus reinem Carbon besteht. Ja, und die andere, die bieten das an nur mit Fasern. Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte mich abheben von der Masse. Hier biete ich reine Carbon an. Ja, und vor allen Dingen, ich biete es so günstig an, dass sich das wirklich jeder sich leisten kann. Wow, Carbonuhren. Ja, Carbonuhren, wirklich, dass sich wirklich jeder sich das leisten kann. Ohne dass der Geldbeutel denjenigen, wo es denen gefällt, es wehtut. Genau. Ne? Und das ist mit den Carbonuhren genauso. Carbonuhren, wunderschöne Carbonuhren, kosten ab 2000 Euro. 10.000, 14.000, 100, 200.000 Da Euro. Gehen wir ja schon in die Rolex-Klasse. So schaut's aus, genau. Aber Ja. das gibt's bei mir nicht. Das gibt's bei mir nicht. Für jeder Geldbeutel in dem Sinne. In jeder Hinsicht. Das ist mein Wunsch. Also höchste Qualität, ganz klar. Und ganz klar ist schon mal jetzt festgelegt worden, in den Uhren kommen nur schweizerische Uhrwerke. Wow. Was anderes gibt es bei mir nicht. Und höchste Qualität, wie Und dann gesagt. kann man da in Zukunft zu dir kommen und sagen, hey, Herr Senatore, ich möchte gerne so eine Uhr in diesem Design, so ein Zifferblatt. Dann kannst Machen. du das so anfertigen. Jawohl, genau. Nach Wow. Wunsch. Nach Wunsch. Also gibt es fast keine Grenzen. Roberto, du hast da was mitgebracht in der Sendung. Ja, genau. Zeig mir mal her, was hast denn du da drin? Und um was handelt es gerne sich da? Erzähl mal. Zeig mal. Alessandro, hier habe ich ein Geschenk für dich. Ja, ich weiß nicht, normalerweise solltest du eher aufmachen. Das ist dein Geschenk. Sieht aus wie eine Uhr. Das, Alessandro, ist ein Special Edition. Extra für den Autogramm-Experten, den großen Autogramm-Experten. Das ist mein Geschenk an dich. Das, Da steht ja mein Name drin. Genau. Special Edition for Alessandro Pipia. Wow, das ist für mich, Roberto. Das ist für dich. Und da steht sogar noch Retector Watch drin. Ja. Herzlichen Dank, bitte. Roberto. Gern geschehen. Wow, die sieht das hast du dir verdient. Du weißt ja, dass ich blau gern habe, gell? Das ich ist ja mein Markenzeichen. Ja, man sieht's, wow. Genau. Nee, die ist wirklich ganz schön. Das ist echter Leder, ha? Echtes Leder. Wow, schön, und Ruby. Ganz klar, schweizerische Uhrwerk. Wow, guck mal, liebe Leute. Und mechanisch. Und mechanisch. Kein Quarz. Bei mir gibt es wow, kein Quarz. Wow, die ist sehr schwer, ha? Hat noch Gewicht. Ja. Nicht schlecht. Zwei. Herzlichen Dank, Roberto. Jawohl, bitte, gerne. Wow, schön. Es freut mich. Es freut mich sehr. Was ganz Besonderes. Jawohl, was ganz Besonderes. Ja, absolut. Schön. Nochmals herzlichen Dank, Roberto, für dein Geschenk. Bitte. Herzlichen Dank. Nochmals kurz zu die Autogramm zurück. Robi, wie geht's weiter mit deiner Sammlung? Gut, ich besitze eine Homepage. Ja. Und in dieser Homepage tue ich immer wieder aktualisieren. Ich besitze noch circa um die 2000 Stücke, also genaue Zahl weiß ich natürlich nicht, sind aber eine ganze Menge. Und die biete ich dann halt an, weit, weit unter dem Preis, was die normalerweise wert sind in der World Wide Web. Ja. Und viele verschenke ich auch an Stammkunden, ja, wo sie immer wieder gesucht haben im Internet. Bloß das Problem, wie ich ja schon geschildert habe, es gibt zu viele Fälschungen. Ja, und dann ist es gut für denen, ja, dass sie es bei mir dann erwerben. Oder ich schenke es auch teilweise Autogrammen her von ein paar hundert Euro, sogar ein paar tausend Euro. Hauptsache, die haben eine Freude. Wenn auch ihr ein Autogrammwunsch habt oder mal gerne möchtet einen Shop von Roberto hineinschauen,
dann könnt ihr in den Shop gehen unter starautogramm.com und starsignaturen.de. Und ja, das wäre es eigentlich heute schon von der Sendung. Roberto, vielen herzlichen Dank, dass du nochmals bei mir warst. Das war mir eine Ehre. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit der Retector Watch und bleib gesund. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Roberto. Genauso, Alessandro. Danke, Ruby. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Mhm.